Ich begrüße alle widerstandsfähigen Widerständler, die sich heute hier noch eingefunden haben. Wir entschuldigen uns, wir haben heute eine Minimalkonfiguration. Und vielleicht ist es mal nicht schlecht, wenn wir in diesem intimeren Rahmen vielleicht mehr kennenlernen. So, für den Anfang. Mit dem Megafon ist es cool. Redet ihr mit dem Michaela drüber? Sechs ist die Mahnwaffe. Sechs ist die Mahnwaffe, ja? Okay. Darf ich mal was Ich würde vorschlagen, dass alle einfach näher. Wir schlagen vor, dass wir alle ein bisschen näher rücken, oder? Das für uns. Ja, mach was Kuschelix, gute Idee. Ja. Genau. Weil ich würde dieses Ding gerne nicht in der Hand haben, weil ich ein sehr interessantes Thema bespreche und das stört. Also vielleicht geht das ohne Ding. Ja, probieren wir es mal. Ich glaube, genug reden. Ich mache das heute ohne Papier, frei Flug sozusagen. Der Anlass ist, dass einer von unseren Leuten, der heute nicht da ist, gesagt hat, bei den Mahnwachen ist schon alles gesagt worden, man muss überhaupt nicht mehr zuhören, wofür überhaupt noch. Dieser Satz hat natürlich Widerspruch in mir als freiheitsliebender Mensch erregt und ich habe dann überlegt, wie kann ich dagegen argumentieren? Und dann habe ich nach einer Überschrift gesucht, also die Frage wäre gewesen, warum sind wir hier? Das ist Fahrt. Und dann bin ich drauf gekommen. Okay. Und also, ich habe nach einem Titel gesucht für heute. Ein Vatertitel, warum sind wir eigentlich hier? Dann habe ich weiter nachgedacht, habe gedacht, es sind viele Männer da und da wäre eigentlich der Titel, die Mahnwachen sind sexy oder für den Frieden kämpfen ist sexy, vielleicht passender und anziehender. Gut, also ich bemühe mich jetzt, ist natürlich ein Handicap, das müsst ihr schon einsehen, sonst hätte ich hier Pole Dancing gemacht oder sonst was, aber mit dem geht das nicht. Ja? Gut, also, wie fahre ich weiter fort? Das Problem ist, dass man Dinge sehr oberflächlich sehen kann, wie wir das auch so allgemein lernen, weil die wollen nicht, dass wir tiefer gehen. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass man tiefer geht. Das heißt, man recherchiert, man versucht vieles zu verstehen, zu verinnerlichen, man verknüpft Dinge und so weiter. Und das ist ein sehr mühsamer Prozess. Aber wenn man dann einmal in seinem Kopf die verschiedenen Landschaften, Inseln und Erfahrungen und das, Informationen hat und es entstehen Verknüpfungen, das ist sexy. Wirklich, glaubt mir. Und ich habe heute aus meinen Recherchen, die ich mache, drei Bücher mitgebracht, an denen ich euch das ein bisschen zeigen will. Also, das erste Buch. Das erste Buch heißt Politische Poneurologie. Schon einmal das Wort gehört? Ist eine Erfindung von einem Psychiater aus Polen und heißt Die Wissenschaft vom Bösen. Und dieses Buch hat eine Vorgeschichte, die ist so spannend, dass der Besitz dieses Buches auch sexy ist. Ich erzähle nur die Vorgeschichte, weil ich habe es noch nicht ganz gelesen. Es ist sehr anstrengend zu lesen. Das Buch ist von polnischen Psychologen und Wissenschaftlern geschrieben worden in der Zeit in der kommunistischen Ära. Die erste Ausgabe dieses Buches landete im Feuer ein paar Minuten bevor die Geheimpolizei in die Wohnung gekommen ist. Die zweite, das heißt Politische Poneurologie. Die zweite Ausgabe wurde von den Polen in ihrer wahrscheinlich sehr katholisch naiven Art, wenn ich das so sagen darf, an den Vatikan gesandt, wo es erstaunlicherweise nie ankam.
in der Zeit, wie das Buch geschrieben worden ist, sind viele dieser Wissenschaftler verunglückt. Sehr traurige Geschichte. Die dritte Ausgabe, das, was ich jetzt in der Hand habe, hat der Herr Dr. Lobaschewski, ich habe die Titel dann für euch aufgeschrieben, ihr könnt sie haben und schauen, hat das aus seinem Gedächtnis noch einmal geschrieben. Und das Buch ist in Kanada erschienen und gibt es jetzt in Deutsch, Englisch, in verschiedenen Sprachen. Und man kann es über den Verlag Pilule Rouge, die rote Pille, kaufen. Ich habe es über das Internet bestellt, aber nach langer Recherche und gefunden. Und ich bin sehr froh, dass ich es jetzt in der Hand habe. Es ist eine Studie, wie das Böse in der Politik wirkt. Und wenn jemand hier vom Geheimdienst ist oder vielleicht dann auf YouTube einmal das sieht, dieses Buch wäre sehr handy, um zu verstehen, wie das in der Politik heute funktioniert. Bitte schön, politische Vulnerologie, ganz einfach. Warte nochmal zum Mitschreiben. Okay, das zweite Buch ist, spannend, Moment. Die Entdeckung des Orgons oder die Funktion des Orgasmus. Das ist immer wieder bei Sex. Das ist von Dr. Wilhelm Reich. Der Dr. Wilhelm Reich war eigentlich ein Altösterreicher. Er hat auch mit Freud gearbeitet. Hat sich dann in seiner Arbeit eigentlich auch von Freud mehr getrennt. Und hat sich sehr, sehr akribisch und genau mit der Funktion der Sexualität im Menschen und mit den Fehlstörungen beschäftigt, die passieren, weil einfach die Sexualität nicht gesund abläuft. Er ist nach Amerika emigriert, hat dort weiter geforscht, hat auch das Orgon, das eigentlich das G ist, also die Lebensenergie, studiert und weiterentwickelt und wurde dann unter sehr fadenscheinigen amerikanischen Gründen in ein Gefängnis gesetzt sozusagen und ist dort verstorben. Eine sehr tragische Geschichte. Dieses Buch ist auch schwer zu lesen. Ja? Es ist sehr, sehr akribisch, hochwissenschaftlich gemacht. Aber es sind gewisse Konklusionen drinnen, die für jeden logisch sind und ganz interessant sind und zeigen, dass die Lebensenergie, das Qi, so wichtig ist für uns, um zu heilen. Es gibt jetzt auch schon Orgontechnologie, also Orgondecken und Maschinen, mit denen man wirklich Menschen heilen kann. Ganz großartig. Ich will nicht viel mehr darüber zu sagen, aber hier haben wir also einen Mensch, der sich mit Lebensenergie beschäftigt hat und der deswegen gestorben ist. Und da muss man sich dann fragen, warum. Okay. Sein Leben ist verfilmt worden. Ja. Das ist auch spannend. Ja. Ist wirklich gut. Es gibt einen Film, gerade jetzt. Das ist wirklich gut auch. Dann das dritte Buch, das ist von einem sehr interessanten Mann. Er heißt John Lamb Lash, ist ein Amerikaner, ein Schamane, der im Gegensatz von Reich, der nach Amerika emigriert ist, von Amerika nach Spanien emigriert ist, weil er Amerika nicht mehr aushaltet und auch weil er in Spanien, dort wo er ist, in Andalusien, einen Himmel hat, wo man noch die Sterne beobachten kann, die relativ wichtig sind, auch wenn man seelisch-spirituelle Arbeit macht. Und dieser John Lamb Lash ist ein vergleichender Mythologe, also das heißt, er hat Mythologien auf dieser Welt untersucht und versucht sozusagen zu verstehen, woher wir kommen als Menschen, was die wirklich langen, tiefen Geschichten der Menschheit sind. Und er hat ein Buch geschrieben, das heißt Not in His Image, das heißt nicht in seinem Ebenbild. Und das ist hochinteressant, weil er eigentlich da das alte gnostische Wissen, das vorchristliche Wissen, das man gefunden hat oder auf das man zurückgreifen konnte durch die Dead Sea Scrolls in Nag Hammadi, hat er verwendet, andere Quellen auch, um wieder ein bisschen das Geschichtsbild der Menschen zurechtzurücken, wie es tatsächlich stattgefunden hat. Und er als Schamane kann er mit der Mutter Erde in Kontakt treten. Die Mutter Erde ist ein bewusstes Wesen und man kann durch entheogene Pflanzen wirklich mit der Mutter Erde reden. Das ist ganz spannend. Ich habe von diesem Kerl, von dem John Lash, ganz viel gelernt. Ganz toll. Dieses Buch kann ich wirklich nur empfehlen. Ist auch nicht einfach zu lesen, aber man kriegt wirklich ein ganz anderes Verständnis, was wir hier tun, warum wir hier sind. Und auch, wie wir uns wieder heilen können und was die tiefen psychologischen Probleme sind. Und da komme ich jetzt zu diesem Verknüpfen, was so sexy ist.
Weil ich also dieses Buch über das Böse lese, das diese polnischen Psychologen geschrieben haben, da kriegt man so Verständnisse, man wird desillusioniert. Und wenn man dann zu diesem Buch kommt, da beschreibt der John Ramlesh, wie die Fanatiker aus den Eingottreligionen, die Gnostiker, die sich eigentlich Pelestai genannt haben, alle umgebracht haben und auch das Wissen zerstört. Die Bibliothek von Alexandria ist abgebrannt, weil dort sehr viel gnostisches, also Pelestai-Wissen war und das wollten die nicht. Weil das Pelestai-Wissen, das Pelestai heißt die, die zur Wahrheit gerichtet sind, das waren auch Schamanen. Die haben in Gruppen von 16 zusammengearbeitet, 8 Frauen, 8 Männer. Frauen waren gleichgestellt mit Männern, da gab es nicht Hierarchien mit Priestern und so weiter und so fort. Und die haben einfach gewisse Dinge gewusst, die in den Eingott-Religionen, also zuerst das Judentum, dann das Christentum und dann der Islam, als Wissen verloren gegangen sind und an denen wir alle als Gesellschaft erkranken. Und all die Fanatismen, die wir jetzt erleben, gehen eigentlich darauf zurück, was hier passiert ist. Ich könnte jetzt sehr tief gehen und dann würden viele sagen, na, die Frau spielt jetzt total, deswegen sage ich nicht, was der Grund ist, ich weiß, was der Grund ist. Ich fordere euch auf, zu connect the dots, die Bücher zu lesen, euch die Arbeit anzutun, weil es nur dann verinnerlichen könnt und dann kommt ihr zu der Erkenntnis, die ich auch habe. Wenn ich euch jetzt gleich die Antwort serviere, die ich könnte, dann würden manche sagen, okay, und manche würden sagen, nee, nie und nimmer. Also es ist wichtig, dass man diese Arbeit macht, wenn man ein Freiheitskämpfer ist und auch für den Frieden ist. Ganz wichtig, dass man versteht, was mit uns passiert ist. Ich gebe nur einen Leckerbissen heraus. Der John Ramlesh hat gesagt, er hat mit der Mutter Erde über die Menschen gesprochen, was los ist. Und er hat sie zu ihm gesagt, ganz einfach, die 10 Gebote, die euch dieser Gott, wer immer er ist, Jahwe, Jehova, was immer, euch gegeben hat, die stimmen nicht. Es gibt nur 2. Enjoy your life and know your limit. Beiden, enjoy your life ist unglaublich befreiend und sexy und know your limits ist einfach extrem wichtig. Nicht nur Achtsamkeit, sondern dass du wirklich, wie soll ich das sagen, einfach mit der Natur, mit jedem anderen Leben.